Hallo! Hi! Wir werden heute ein Rezept machen für etwas, was wir in New York mal kennengelernt haben und seit Ewigkeiten schon selber machen wollten, nämlich... Es wird ein Ice Cream Sandwich. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ja, wir starten als erstes und lösen den Zucker, den wir schon bereitgestellt haben, zusammen mit dem Milchpulver, was mit reinkommt. In der Milch lösen wir das auf. Es geht recht fix. Mhm. Was wird es denn überhaupt für ein Teil? Das seht ihr schon hier vorne. Ich sehe Oreo-Kekse. Ja, demnach wird es wohl ein Oreo-Eis. Das wird direkt in die Eismaschine gegeben. Ach schon? Das war's schon. Ein super schnelles Eis. Gut. Was machst du jetzt? Fülle das Ganze jetzt erstmal in die Eismaschine. Das kommt jetzt hier rein. Das Gerät sagt jetzt eine Stunde. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, weil da kommen ja auch noch die Oreo-Kekse rein. Aber die macht ihr am besten erst so nach 20 Minuten, einer halben Stunde. Zeigen wir euch mal gleich. Wir haben die Eismaschine jetzt mal kurz in einen anderen Raum verbannt. Die macht nämlich doch ein bisschen mehr Krach. Wir machen weiter mit den Oreos. Bisschen klein schon da rein. Und wo ist mein Stück? Willst du jetzt noch beschweren oder was? Na, ein bisschen. Wir haben noch eine ganze Packung. Und jetzt wird es zerbröselt? Genau. Auf. Wie bröselig sind sie jetzt? Und jetzt machen wir weiter mit dem Teig. Weil es soll ja ein Sandwich werden, also deswegen machen wir Cookies. Wir fangen mit der Butter an. Jetzt kommt der Zucker. Wir haben braunen und weißen Zucker genommen. Mhm. Jetzt vermischen wir den Teig. Wir lassen den einfach mal ein bisschen rühren. Während das jetzt rührt, mische ich schon mal die anderen Zutaten zusammen. Das wäre hier das Mehl. Dann haben wir Kakao. Was noch? Dann haben wir hier Backpulver. Mhm. Baking Soda. Und Salz. Wir nehmen nur eine Prise davon. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber nicht das ganze Salz. Die Butter und der Zucker sehen schon super aus. Sieht super aus. Das ganze leckere Zeug an den Fingern. Und jetzt kommt auch schon die Mehl-Kakao-Mischung hinzu. Es staubt jetzt ein bisschen. Macht aber nichts. Du kannst ja gleich staubfischen. Ja. Dann musst du auch lachen. Der Teig ist fertig und das Timing könnte nicht besser sein, wenn nämlich die Eismaschine zurückgebracht, wie man hört. Ja, und jetzt kannst du dann einfach weiterarbeiten, bis es denn dann fertig ist. Jetzt wollen wir den Teig rollen. Das machen wir natürlich am besten mit einer Frischhaltefolie. Und wir sind echt keine Fans von Frischhaltefolien. Meistens haben wir das Problem, die kleben nicht, die kleben zu viel. Dann suchst du den Anfang. Oh, es ist grausam. Sie kleben nicht da, wo sie sollen. Genau. Du hast keine Lust mehr auf sowas, oder? Willst du mal was richtig Gutes sehen? Du musst ein bisschen lachen. Du sahst aus wie in so einem komischen Infomercial. Deswegen... Oh. Hab ich Ratsch. Das ist nämlich richtig cool, weil nicht nur, dass die Folie eine richtig gute ist, ist auch die Verpackung ziemlich clever durchdacht. Das ist nämlich gleichzeitig auch eine Halterung. Das heißt, ihr habt hier so eine Schiene dabei, führt ihr einfach die Folie hier durch. Okay, das sieht ja schon ganz easy aus, oder? Ja, viel besser als bei dir gerade eben. Ah, Entschuldigung. Und dann setzt ihr das hier drauf. So einfach ist das. Und jetzt... Was? Aber jetzt genug Infomercial hier, aber von der Folie sind wir echt begeistert. Von daher bringen wir sie dann auch gleich mal zum Einsatz und machen mit dem Teig weiter, oder? Super. Das darfst du jetzt auch machen. Ich mache jetzt erstmal... Hier habe ich den Teig. Okay. Super sieht er aus. Und roll ihn richtig schön rund. Das geht jetzt in den Kühlschrank? Das geht jetzt in den Kühlschrank. Mit dem Eis geht es jetzt weiter. Okay. Da waren wir ein bisschen tricky. Ich habe da mal was vorbereitet, wie man so schön sagt. Okay. Genau. Das ist jetzt so eine Terrinenform.
Die ist halt insofern ganz cool, weil die ist hier schon halb rund. Wichtig ist, dass ihr das Eis in ein Gefäß füllt, also entweder eine Terrinenform oder eine Kastenform in Frischhaltefolie. Die ist jetzt doppelt und jetzt müssen wir das Eis ja quasi in eine runde Form kriegen. Hier müsst ihr halt jetzt echt ein bisschen mit Speed arbeiten, weil sonst schmilzt das euch davon. Das reicht aber auch schon. Das geht jetzt wieder zurück in die Form und kann jetzt wieder in den Tiefkühler, bis die Cookies fertig sind. Das Eis ist fertig, der Cookie-Teig ist kühl. Also können wir jetzt anfangen, den Cookie-Teig zu schneiden, um ihn dann hier auf dieses Blech zu drapieren, damit es danach in den Ofen kommt. Der Ofen ist schon vorgeheizt, also können wir direkt starten. Da haben wir den Teig. Jetzt schneiden wir Scheiben. Ich sag mal, ungefähr einen Finger breit. Ah, der schmeckt ja auch so. Oh, fertig ist die Wurst. Die Cookies sind im Ofen. Warten wir ab. Könnt ihr mal schauen, je nachdem, wie dick ihr die schneidet, habt ihr da auch durchaus mal verschiedene Größen. Das kommt immer darauf an, wie ihr es mögt, ob ihr kleine Cookie-Sandwiches oder große Sandwiches wollt. Jetzt kommt der spannende Part, da müsst ihr dann doch ein bisschen flott arbeiten. Und jetzt... So! Und jetzt schneidet ihr hier so ein Stückchen raus. Cookie. Eis. Noch ein Cookie. Und fertig ist euer Ice Cream Sandwich. Puh, es ist geschafft. Wir sind fertig mit dem Eis. Wir sind fertig mit dem Eis. Wir mussten uns jetzt doch ein bisschen beeilen. Aber jetzt ist alles fertig. Jetzt heißt es warten. Und warten kann er ja ganz besonders schlecht. Ich wollte gerade sagen, wir sind ungeduldig. Eigentlich nicht ungeduldig. Da wollen wir doch auch direkt mal Ratsch danken. Die haben uns nämlich bei dem Video unterstützt. Und von uns definitiv nochmal ein ganz klarer Daumen nach oben. Wirklich cooles Teil. Schaut auf der Homepage mal vorbei. Wir zeigen euch den Link noch. Ja, den findet ihr in der Beschreibung. Von daher einfach mal rüberklicken. Und jetzt heißt es halt einfach warten auf das Anschluss. Probiert unser Rezept aus. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und viel Spaß beim Nachbacken. Backen. Kochen. Egal, beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch schmecken.